Sehr schön. Ich bin zufrieden. Warum habe ich so viel? Wer dabei? Wusste ich nie. Doch, du. Du warst definitiv dabei. Stimmt. Ich gehöre zu den 80%. Jo. Ich muss auch zweimal laufen, sonst würde ich ihr Level up sein. Oh je. Oh je. Ich hab mein Level up. Oh nein. Büffelkalt. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Also einfach benutzen, ne? Ja, okay. Alter, was ist das denn? Ja, schon, das ist mir nicht stalken. Ja. Und? ich glaube nicht, ne. Wenn ich es selber nicht weiß, wahrscheinlich nicht, ne. Oder? Weiß ich. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, ne. Nee, nee. So, jetzt schon wieder bekommen. Naja, das Pet habe ich mir irgendwann irgendwie irgendwo verdient. Und von Luna habe ich eine Shampoosflasche. Und so ein Item, was ich eben benutzt habe. Und so einen Knaller bekommen. Zum einmal benutzen. Zur einmaligen Benutzung. Und das war cool. Ja, genau das da. Wenn ich mir mein Questbuch mal so angucke. Das hier muss ich noch machen. Na gut. Stimmt, das hier haben wir noch. Hauptquest. Der Verstehung der Prima ist bei Oyanga im Sonnenwind verfügbar. Also ich glaube, warte. Ich glaube, das hatte ich sogar schon. Also ich kann zumindest, also irgendwas mit Ifrit hatte ich mit Luna beim letzten Mal gemacht und dann habe ich hier Götterdämmerung Garuda. Weiß nicht, ob das das ist. Mit dazu gehört. Ja, eigentlich ist die Sechs und Champagne. Das ist eine Macke von denen. Die haben sie ähnlich alle. Okay. Da. Boss. Iffy, sorry. Ah, okay. Trinken. Okay.
mein Sekt, an dem ich schon seit 8 Stunden trinke. Eigentlich sogar noch länger. Ich habe mir aber auch das kleinste vom kleinsten ein Glas ausgesucht. Und dazu müsste ich dahin. Das hätte ich jetzt abgeschlossen, ne? Ja. Ah, und das sind diese komischen Steine, ne? Boah, ich hab... Ich hab Tetter zum Teer. Brauchst du ein Glas? Ich könnte doch einfach hochgehen und mir nur das Glas holen. Hey, Goldklamm. Hab ich sogar. Weil das keiner laufen will. Oh je. Yeah. Ich setze mich jetzt einfach zur Ruhe in F14. Weil mit 52 Jahren, da hört das Leben auf. Ich habe gelesen in Albanien und dachte mir, ich habe mit Albanien zu tun. Mein Haus ist für dich immer offen. Ah, danke. Ja, ich muss aber leider auch leveln. Oder Hauptquest-Fertig. Der Hauptquest-Fertig. Beziehungsweise diese komischen Dingensteile da sammeln. Hab ja keine Wahl. Süß. Welche Quellen sitzen, das ist eigentlich schon ein. Nee. Hab ich noch nicht. Das ist ja gerade Prio. Ich hab so keine Lust auf Quest. Ich hab keinen Bock auf Quest. Hauptquest habe ich gerade so. Ich weiß gehört. Ja, nee. Lurk. Lucky Lurk. Auf jeden Fall viel Spaß im Lurk. Warte mal, wo ist mein... Da ist mein... Ich will meine dicke Katze wieder haben. Jetzt bin ich glücklich. Okay. Also. Hauptquest. Ich mach mich fest. Was denn? Die Katze ist süß. Ja. Hab ich auch.
Zwar nur so einen, aber ich hab einen. Wie cool! Voll cool. Hoch. Tanzen auch zu dritt oder auch zu viert. Sehr cool. Sie bleibt ja schon stehen. Ah, ich liebe Mokris. Jetzt ist gerade die Überlegung, wo habe ich meine? Ah, da! Warte mal. Oh Gott. Ah, hier ist er. Oh Gott. Hallo! Ich roll wieder nach hinten weg. So. Aber auch ein Mokri. In echt. In echt Mokri. Mein Bummeltier. Jetzt kann ich was haben wir noch alles. was ist da? Mein Dodo-Küken. Was macht mein Dodo-Küken da? Was tust du da? Was machst du denn da? Ah. Und Fuchs? Die Stechmücke ist cool. Ein Falke. Sehr geil. Oh, wo Hundi? Oh, mein Favorit ist immer noch die dicke Katze. Ist und bleibt dicke. So. Na gut, ich kann mich ja trotzdem für eine Ding jetzt anmelden, ne? Das macht am meisten Sinn. Ich weiß es doch nicht. Das wird schon. Umgeblickt, das hat den Publisher gewechselt. Dem Extreme Grinding and Hyper Grinding. Meinst du? Garuda. Ach ja, komm. Garuda. Warum nicht? Das ist der Quatsch. Da ist der Quatsch. Warte. Gott, ist das cool, endlich selber fliegen zu können. Es ist so cool. Hm?
Warte mal. Quatsch. Warte mal. Was wir aufheben. Jetzt. Oh, hier ist mal wieder den gleichen Quatsch. So. Immer das, was ich jedes Mal falsch mache. Am Ende wundert mich, dass ich in der falschen Uni bin. Da ist er mal runterfallen. Wenn die Japaner stehen völlig auf Götterdämmerung verkühren, wie es für mich ein Schnickschnack. Ja, aber das stimmt. Zumindest ist es auch in vielen Animes, die ich jetzt so gesehen hatte in letzter Zeit. Oh, meine dicke Katze ist super. Aber Daddel, guck mal. Warte. Daddel. Guck mal. Ich finde die so toll. Okay. Okay. Wo ist die Flagman und das ist da runter? Oh, guck dir mal die Stummelbeinchen an. Ist das nicht süß? Ah, ich find's toll. Das Leben ist schön. Ei, ei, ei. Ja, sowas Cooles habe ich nicht drauf. Ich kann nur so einen auf. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor Winona. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Das ist einfach eine Show, dass tschechisches Entwicklungsstudio das Thema germanische Götterpantheon aufgreift und die Sagen durchdrehen kann. Das wäre ein Traum. Ja, wäre cool. Wäre cool. Ach ja. Das Warten. Liebe es. Nicht. Oh. Das ging schnell.
Das ist Luna da, oder? Nee, das hier ist wohl Luna. Luna ist gerade im Lurk. Luna macht gerade ihr eigenes Ding. Wir machen aber gleich Garuda zusammen, sofern wir irgendwann mal reinkommen. So, und ich glaube, Luna und Vonona verbringen viel Zeit in dem Spiel miteinander. Na, miteinander weiß ich nicht, aber viel Zeit in dem Spiel auf jeden Fall. Wobei, ja gut, eigentlich doch, eigentlich könnte ich auch schon sagen, mit Vonona und Luna verbringen auch schon viel Zeit. Also wenn die beiden da sind, also Luna ist ja eigentlich fast immer da, aber wenn Vonona jetzt zum Beispiel da ist, machen wir eigentlich auch immer was, oder? So in der Regel? Also ich bin schon mittlerweile so eingebürgert. Ich brauche nur kein Taxi mehr. Zumindest jetzt nicht mehr so extrem wie früher. Das ist das Einzige, was sich jetzt geändert hat. Ich bin ein bisschen selbstständiger geworden. Nachdem ich selber fliegen kann. Ja, immer nur mal Freundensprünge. Ich laufe halt gerne Dungeons und mache unfassbar gerne Bosse. Also tatsächlich mache ich mittlerweile auch, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das so gern mache. Das ist auch der Grund, weswegen ich gerade weniger Bock auf Hauptquest habe, als auf die ganzen Innies. Da habe ich gerade irgendwie mehr Lust drauf. Auch wenn ich weiß, dass ich die Hauptquest machen muss, das ist mir vollkommen klar. Aber ich habe total keinen Bock drauf. Aber Kaya macht auch bald mit. Nächsten Monat holt er sich FF14. Das heißt, ich werde dann vor den Streams, beziehungsweise halt privat mit ihm oder ihn dann halt irgendwie hochkriegen. Ein bisschen. Das dann alles ein bisschen zeigen. Warte mal. Oh, ich kann ja mal zeigen, wo es ist. Dauert ja, denke ich mal, noch. Warte. Ich muss einmal ganz kurz Bildschirmübertragung machen. So. Du siehst ja jetzt hier, oh Gott, jetzt sehe ich erst doppelt. Du siehst ja jetzt hier, dass, also für gewöhnlich, ne, wenn man drauf ist, müsstest du dann entweder auf meinen Namen, Gott, ich sehe alles doppelt und dreifach, müsstest du entweder hier auf den Namen, ja, entweder auf den Namen oder hier auf das Bild gehen. Geht beides. Wenn du auf den Namen gehst, müsstest du in die Info rein. Dann wäre hier die Abstimmung bei Twitch Picks oder wenn du auf das normale Kanalbild, auf da wo live steht, aufgehst, dann wäre das hier. Es sei denn, du bist am Handy. Am Handy geht das dann nochmal ein bisschen anders, aber in der Regel geht das dann so. So, und jetzt schnell weg, weil mir die... also am Handy hast du die App. Oder hast du die, bei einer App müsstest du eigentlich, weiß ich nicht, geht's, oh, hat einer sonst noch die App? Gut, ich komme rein, weil, na, so. Ansonsten müsstest du wirklich mal über die Startseite, also über Internetbrowser versuchen.
Da geht's auf jeden Fall über den Internetbrowser. Über die App müsste ich jetzt halt selber erstmal installieren. Nochmal. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas runterschmeißen kann. Ich das einmal kurz schon installieren kann. Aber eigentlich müsste das ja fast genauso gehen. Ansonsten, wie gesagt, kannst du das auch einfach am PC machen. Das ist, am PC ist es einfacher. Aber ich hoffe, ich konnte dir irgendwie zumindest ein bisschen helfen. Zur Not kann ich gleich nochmal gucken, dass ich, wie gesagt, eine App deinstalliere und das dann selber mal ausprobiere. Ich mag die Details in Game. Das hast du viel Stapfen und sichtbaren Atem. Ja, das fand ich auch richtig geil. Aber Winona, ich habe mal eine Frage. Kann ich dich zur Freundesliste hinzufügen? Weil dann habe ich es manchmal einfacher, dich zu finden, beziehungsweise dir mal zu schreiben, wenn ich Hilfe brauche, wenn du mal nicht im Stream sein sollst. Okay, oder so. Ich frag vorher immer lieber. Ich komme mir immer so vor wie so ein kleines Kind, was nach der Adresse fragt, aber ich finde das halt immer einfacher. Ja, die Seele habe ich doch schon. Winona ist doch schon hier bei den Samtboten. Hier hat keiner mehr eine Seele. Das ist doch mittlerweile logisch. Und Daddel. Also wirklich. Dann nichts zur Auswahl, die Preisliste verlieren und was. Oh Gott, also Risen ist einmal. Ich weiß nicht, ob dir die Gothic-Reihe was sagt. Risen ist auf jeden Fall so ein. Ja, Open-World-Spiel, wo es halt größtenteils so ein bisschen um Piraten und so weiter geht. Ja. Halt sehr, sehr, sehr stark an Gothic 1 angelehnt, was halt oh Gott. Hallo, dicke Milch ist. Und Two Worlds ist auch ein Open-World-Spiel. Aber viel, viel offener als Risen. So, ich kann es hier überspringen. Was will ich denn hier? Also es sind beides Open-World-Spiele, also RPGs. Quasi. Wovon Risen an sich das Bessere ist, aber ich finde beide Spiele geil. Risen wäre halt einmal drei Teile und Two Worlds wären zwei Teile, meine ich. Wisst ihr eigentlich, wie schön das ist, mal nicht diejenige zu sein, auf die man warten muss? Viel Spaß im Löffel! Ich sterbe. Schön, dass du reinschaust. Mach's dir bequem. Ich hoffe, es geht dir gut. Gleich habe ich auch ein bisschen mehr Zeit.
mich. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Ich hoffe, jetzt auch ein ruhiges, verlängertes Wochenende. Ich weiß gar nicht, so Pfingsten gibt es in jedem Bundesland, oder? Fast jedem? Aber ich weiß es nicht. Feiertage angeht, bin ich sowieso ganz grottig. Froh, wenn ich mir merke, wann ich Geburtstag habe. Nee, so schlimm ist es nicht, um Gottes Willen, aber... Machen wir mittlerweile nicht mehr so die Mühe, mir die ganzen Feiertage zu merken. Seit es sowas wie Ferien und sowas gerade nicht gibt. So. Berufsleben. Ich glaube, die bei. Ah, okay. So. Jo. Herr Walgaruda. Nee. Wirklich nicht. Ja, the new Pokémon Snap. Das möchte ich auch gerne nochmal zocken. Aber ich glaube, auch das dauert. So. Kleidung mit dem Palette. Sehr cool. Weißt du, und ich komme. Weißt du, ich bin Stufe 52 und ich komme mir immer noch so billig vor mit meinem Baden. So richtig billig. So, weißt du? Wie vom Schnäppchenmarkt, ey. Also kein ganzer Bade, aber auch schon kein halber Bade mehr. So irgendwas dazwischen. So, warte. Wo muss man danach jetzt direkt hin? Ne, das ist die Hauptquest. Hauptquest. Wo hab ich da noch so viel von? Ah, okay. Ja, danke. Ganz ehrlich, was würde ich ohne dich tun? Ist jetzt meine ganz ernst gemeinte Frage. Was würde ich ohne dich und Luna tun? Ich vergleiche mich immer noch mit dem Goldfisch, der die ganze Zeit gegen die Wand klatscht. Was anderes ist das schon nicht mehr. Da ich in die Herrschaften... Der von Schwanschmann. Ja, unter anderem. Nein, nicht der Schokoladen. Wo war das jetzt hier nochmal? Da. Titan, oh Gott, Titan. Juhu, hallo Titan. Ja, Isola ist geil. Ich finde sie so toll. Also auch vom Charakter her. Ich finde sie klasse. Einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Hätte ich anfangs gar nicht gedacht. So. Titan. Oh, da findet ihr mich doch wieder nicht zurecht. Ich habe meinen Orientierungssinn. Da kommen wir. Wie gesagt, wir kommen schon wieder in die Grenze. Orientierungssinn.
Orientierungssinn ist besser. Nicht. Und die Kontrolle. Mal auf mit den Scheifen mit D3. Das Problem ist, ich muss unbedingt mal mich um Nintendo-Konsole. Also, ich brauche unbedingt meine Nintendo-Konsole wieder. Weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich. Ja, gut, ich glaube, das letzte Mal die Wii, die ich mir geholt hatte. Nochmal das. Und hoffe ich den Weg dahin. Ja, hoffe ich. So, in 300 Jahren bin ich auch mal da. Ich habe zwar nicht viele, aber ich habe ein bisschen. Zum Glück. Ich kam aus der Tiefe. Ah, okay. Titan. Frieden. Ja, okay. Komm. Hey. Tada. Ausverkauft, nehmen die verbesserte Version, die hat mehr Akkulaufzeit. Ja, okay, wie heißt sie nochmal einen bestimmten Namen oder. Ich kenne, wie gesagt, mit Nintendo. Achso, alles gut. Warte. So. Ah, okay. Ja, gut, dann ist es besser. Dann ist es besser. Ich habe gerade auch gar nicht so richtig auf die Karte geachtet, aber wenn ich mir das hier angucke, dann denke ich mir auch mal so, okay. Wie gesagt, mit Nintendo-Konsum kenne ich mich überhaupt nicht aus, außer der Gedanke, dass ich einen haben will. Das ist so das Einzige, was ich weiß. Vor allem, weil es da so viele geile Spiele für gibt. Ich hätte mich verlaufen. Ja, Orientierungssinn 0. Ach ja. Tada. Die erscheinen sich von der Farbe der Verpackung. Okay. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich hätte ja am liebsten gerne die PS5, aber die wird man dieses Jahr nicht mehr kriegen. Das habe ich schon komplett abgeschrieben. Ich werde dieses Jahr nicht mehr an die PS5 rankommen. Und die hätte ich eigentlich so gerne, weil dieses Jahr so viele geile Spiele noch rauskommen für. Und ich da einige gern von streamen wollte. Ja! Machen wir es halt nächstes Jahr. Bin ich halt auch wieder die Nachtzüglerin. 14 zum Beispiel. 14 habe ich schon auf der PS4 und da müsste ich noch weiter spielen. Da bin ich auch noch, glaube ich, einen Charakter drauf. Ich da. Wie gesagt, wenn ich, also, das war jetzt für dieses Jahr mein Plan, wenn ich an die PS5 halt nicht reinkomme, hole ich mir die Switch. Weil dafür gibt es halt auch so geile Spiele. Also ich habe von der PlayStation habe ich alle Konsolen, außer halt die 5. Und PS Vita habe ich nicht.
Von der Xbox habe ich nur die 360. Oh Gott, von Nintendo habe ich die SNES, die N4 und, die GameCube und die Wii. Wie gesagt, von PlayStation alle außer 5 und, oh Gott, 5 und PS Vita. Gut, bei mir kommt aber auch hinzu, ich bin mit der PlayStation groß geworden. Deswegen hängt an PlayStation tatsächlich auch so ein bisschen mein Herz. Also ich mag andere Konsolen genauso gerne. Gottes Willen. Ich bin auch komplett sammelwütig. Ich glaube, am liebsten hätte ich gern alle. Aber. Ich glaube, alle. Das kann ich mir abschminken. Ja, aber bei mir kam es tatsächlich nie so auf die Exklusivtitel an. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich hat die PlayStation tatsächlich schon mehr Spiele, die mich interessieren. Weswegen für mich immer ein Grund wäre für den Erstkauf. Statt bei anderen Konsolen. Weil ich halt eher so der, ja, wirklich RPG-Fan bin. Ich finde, also bei Nintendo hat genauso gute Sachen. Also kann ich nichts anderes zu sagen, aber PlayStation, wie gesagt, da sind so viele geile Titel drauf. Ja, schön, so tot am Boden zu liegen. Habe ich das trotzdem geschafft, oder? Ja, ich bin kurz vorm Ende verkackt. Also, verreckt. Verreckt verkackt. Aber passt schon.
So. Also. Wo habe ich meine wunderbaren Briefe? Ich muss ja jetzt nicht nochmal rennen, oder? Also, ne? Weil ich gestorben bin, ne? Der jetzt hoffentlich nicht nochmal rein. Wir gucken einfach. Okay, nö. Oder? Oh, ja, nein. Ein bisschen, da vielleicht kommt. Boros. Ja, gut, ich muss sowieso warten. Komm, wie gesagt, man kommt ja eh nicht ran. Also, ich zumindest nicht. Ich, schön wär's gewesen. Aber. Jetzt kann ich mich auch noch länger gedulden. Für dieses Jahr habe ich sowieso mehr als genug Spiele, die ich spielen muss. Will. Unter anderem, wie gesagt, das neue DLC für FF14. Dann Life is Strange. Tales of Arise. Ja, da kommt noch so ein bisschen was zusammen. Warum überspringe ich den einfach? Kann ich das hier abgeben? Da kann ich das abgeben.